der Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Es herrscht Wohnraummangel in Kassel. Es wird gebaut, aber selten ist bezahlbar. Die Obdachlosen steigen und von einer Offensive für bezahlbaren Wohnraum ist immer noch weit und breit keine Spur. Im besten Fall werden Investoren gefragt, ob sie einen Anteil von Sozialwohnungen bauen und auch dann gerade mal 20-25%. In dieser Situation nun kündigt die jetzige Eigentümerin des Versorgungsamts an der Frankfurter Straße an, 36 Wohnungen abzureißen. Wohnungen, in denen Menschen leben, zum Teil seit Jahrzehnten und sich dort ein Umfeld geschaffen haben. Und die Eigentümerin ist nicht irgendein privater Investor, keine Heuschrecke wie etwa Vonovia, die erst für den Wohnungen geschenkt bekommt und dann die Rendite nach oben treibt und bei der Ruf nach Enteignung zu Recht laut wird. Hier ist es andersrum. In diesem Fall handelt es sich um eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Sie hat vom Land ein Grundstück erworben, Verkehrswert 4 Millionen Euro, in einem Mieterverfahren, also nach der Devise, wer am meisten zahlt, bekommt, und nicht nach einem Konzeptverfahren, das das beste Konzept gewinnt. Unverantwortlich in einer Zeit, in der Wohnraum fehlt, in einer Zeit, in der die ökologische Krise herrscht. Es ist wirklich die Frage, was wir mit landeseigenen Wohnungen machen. Nun gut, 4 Millionen Euro. Über den Tisch gegangen ist es für 18 Millionen Euro. Warum? Das konnte uns bisher noch niemand erklären. Und auch wie und von wem das refinanziert werden soll, ist nach wie vor unbeantwortet. Gebaut werden sollen dort 335 Wohnungen, 25% sozial gefordert. Gefördert werden vor einem halben Jahr bereits der Antrag, dass mindestens 50% gefördert werden sollen oder sozial bezahlbar sein sollen. Doch statt dass die Quote erhöht wird, kommt nun heraus, dass sie sogar gesenkt wird, auch wenn man das umrechnet auf 13%. Vor zwei Wochen schrieb nämlich die Wohnstadt an die Mieter und kündigte in einem Brief den Abriss der Häuser an. Es sollen also 35 bezahlbare Wohnungen abgerissen werden, um etwa 80 bezahlbare Wohnungen auf dem Gesamtgelände zu bauen. Aber Neubau ist natürlich immer teurer als Bestandswohnungen. Die Landesregierung sagt im Haushaltsausschuss, das wäre alles schon bekannt gewesen. Die Stadt sagt, sie hat davon nichts gewusst. Wie auch immer, jetzt nach dem Protest spricht die Nachbarin davon, dass sie ja beim Umzug unterstützen will, dass sie gleichwertige Wohnungen anbieten will. 22 Gespräche wurden mit Mietern geführt. Doch nur weil man ein Gespräch führt, heißt das nicht, dass man dem zustimmt. Im Gegenteil zeigt es ja eher, wenn die Nachfolge das jetzt so darstellt, dass es immer noch längst kein Gespräch auf Augenhöhe ist, sondern dass sogar eher benutzt wird, um so zu tun, als wären inzwischen alle mit dem Abriss zufrieden. Ein Abriss ist unserer Ansicht nach nicht hinnehmbar. Die Koalition in Kassel weigert sich klar, gegen einen Abriss Stellung zu beziehen. Stattdessen spricht sie in dem Antrag, der mal wieder als Gegenantrag eingebracht wurde, von Beteiligung. Aber erwarten Sie wirklich, dass die Mieter sich an dem Abriss beteiligen, an dem Abriss ihrer eigenen Wohnungen? Beteiligung ist der falsche Weg. Der Protest der Mieter muss gestärkt werden. Es ist die Frage, ob wir uns als Stadtverordnete auf die Seite der Mieter stellen oder hier der Nachbarischen, statt sie in Abrisspläne einzubinden. Denn die Mieterinnen brauchen Sicherheit, und zwar besser heute, statt erst in ein paar Jahren. Ein Bebauungsplan, das wissen Sie alle, dauert auch Monate, Jahre. Und in so einer unsicheren Situation zu wohnen, ist weder gesund noch tragbar. Im Ausschuss meinten Sie, politisch wollen Sie sich nicht äußern, rechtlich gäbe es keine Handhabe. Aber ich sage es noch einmal, es geht hier nicht um irgendeinen Investor und es ist nicht irgendein Standort. Hier wird ein Bebauungsplan aufgestellt werden müssen. Und wir haben die kommunale Planungshoheit. Und dann ist es doch wichtig, dass wir auch vor so einem Prozess möglichst früh Ziele definieren, was wir dort wollen. Und das beantragen wir in dem Antrag, das klar von einem Abriss abzusehen ist. Sie begrüßen in Ihrem Antrag das Vorhaben. Und auf dem Gelände könnte ja durchaus ein sehr gutes Projekt entstehen, weitere Wohnungen. Aber wenn das zu Kosten der Mieter, die jetzt dort sind, entsteht, wenn Wohnungen abgerissen werden, die saniert worden sind, die bewohnt sind, die bezahlbar sind im Moment, dann können wir so ein Projekt nicht begrüßen. Und ich finde, das müsste das Signal der Stadtverordnetenversammlung sein. Deswegen wünschen wir den Mieterinnen viel Erfolg, viel Durchhaltekraft bei ihrem Widerstand. Euer Kampf ist berechtigt. Und weitere Mieter, die in der ganzen Stadt um ihren Wohnraum und ihre Mieten bangen,
werden weiter Mut schöpfen, wenn auch hier ein erfolgreicher Kampf geschafft wird, denn es ist durchaus möglich, diesen Abriss zu verhindern. Vielleicht nicht direkt heute in dieser Stadt vor Ort,